Also wir haben jetzt gestern gezockt mit kaum Problem und heute jetzt auch schon wieder 3 Stunden am Stück mit einem Absturz. Und da hat's Autosave gerettet. Kein freies Depot für Magdam. Boah, Alter, das ist schon wieder so. Vielleicht lieber mal Speicher. Ich glaube, wir bringen das Spiel gerade an seine Grenzen. Ich glaube, wir müssen wirklich die Mission durchziehen. Und wenn die durchgezogen ist, dann müssen wir, glaube ich, einfach sagen. Ziel erreicht. Ich glaube, wenn ich die ganze Galaxie erforschen will. Ich meine, also, ich würde ja wenigstens gern mal irgendwo an den Rand. Wird zwar wahrscheinlich auch nichts bringen, da wird nicht nebendran eine neue aufploppen, aber einmal an den Rand, das wäre schon. Und da brauchen wir einen schweren Exosuit für. Und die haben wir. 3 Stück. Das Problem ist halt, guck dir das an, ne? Exo 13, Bergbau 7, Exo 12, Bergbau 6. Alle sind permanent unterwegs. Da steckt irgendeiner von Exo 2 in der Tür fest und ist kurz davor zu verhungern. Und Exo 1 sollte sich die Anzüge schnappen und losgehen. Aber du gibst denen heute einen Auftrag und irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt eine Stunde später machen sie das dann mal. Weil vorher ist irgendwie immer was anderes. Also, man darf es nicht falsch verstehen. Ich bin großer Fan von dem Spiel. Ich empfehle dieses Spiel jedem, der auf Stargate steht. Endlich, da haben sie die Anzüge. Da geht's Team los. Und sie werden nicht alle heimkommen, habe ich so das Gefühl. So, wir machen 21.000 Verlust. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Wir können mal ein neues Patent in Auftrag geben. Ich habe mir irgendwo noch was rumliegen, wie das hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ich meine, wir haben komplett alles erforscht im Forschungsbaum. Wir machen die Squabs platt, wenn alles gut geht. Aber man sieht ja, wie hier alles flackert und ruckelt und macht und wir bringen das Spiel an die Grenzen. Das ist irgendwie nicht optimiert. Muss mir den Code nochmal angucken, was die geschafft haben. Vielleicht haben die irgendwo Probleme verursacht.
Wer weiß. Guck mir das ja gern an, um zu lernen. So, Exo 1 ist auf dem Planeten, jetzt geht's los. Wir sind angekommen, können bestätigen, dass es sich tatsächlich um den Heimatplaneten der Squabs handelt. In der Ferne, etwa 30 Kilometer von hier, sehen wir eine riesige Kolonie von Mega... Was? Megalopole, die ganz von blauen Lichtbögen erfüllt sind. Was sind Megalopole? Das sind lauter so Worte, wo ich sage, ey Alter, die liest du nie. Außer hier. Ich nehme an, da sind Exogates, von denen aus Truppen ins All geschickt werden. Und auch in unsere Basis. Wie läuft's mit dem Squab-Patcher? Gut soweit. Man ist wesentlich unbeweglicher als mit einem normalen Exosuit. Was kaum überrascht, wenn die Generatoren, über die die SCP gesendet werden soll, sind schwer wie Blei. Aber der Anzug hat die Reise überlebt und das ist das Einzige, das zählt. Wie lautet der Plan? Ich mache mich allein auf den Weg zur Squab-Kolonie. Am Horizont infiltriere sie und aktiviere dann den Patcher. Der SCP wird in der gesamten Zone ausgestrahlt. Trifft er auf einen Squab-Kriegsherrn, lädt sich der Patch automatisch in sein System hoch. Er verbreitet sich außerdem durch sämtliche geöffneten Exogates und erreicht dadurch auch andere Kolonien und Trupps auf anderen Planeten. Also über die Überlebenschancen habe ich beim letzten Mal gar nicht geredet. Das machen wir diesmal. Wie stehen deine Überlebenschancen? Hoffentlich ganz gut. Der Exosuit ist darauf ausgelegt, mich vor Angriffen der Squabs zu schützen. Das ist natürlich keine Garantie. Wer weiß, was mich unterwegs erwartet. Okay, soll ich unser Gate offen lassen? Nein, das halte ich für zu riskant. Das Signal hat auf Drohnen außerdem gar keine Wirkung. Es muss sich von einem Kriegsherrn zum nächsten ausbreiten und die Befehle abändern, die diese erteilen. Sie also im Klartext einer kollektiven Gehirnwäsche unterziehen. Entscheiden müssen wir noch über die genaue Konfiguration des Patches. Was sollen die Squabs tun, anstatt unsere Basis zu bestürmen? Drei Optionen haben wir bisher vorprogrammiert. Das ist auch geil, dass sie das jetzt fragen, wo sie auf dem Planet sind, durch die Funkübertragung. Dass man das nicht zu Hause schon beschließt. Also erstens, die Squabs stoppen die Invasion. Was? Die Squabs stoppen die Invasion und vergessen, dass sie den Menschen je begegnet sind. Das würde sie allerdings nicht davon abhalten, andere Planeten zu erobern. Bestünde außerdem die Gefahr, dass wir einander in Zukunft erneut begegnen. Wir müssten also vorsichtig sein. Und zweitens, wir überschreiben ihr Primärprotokoll dahingehend, dass sie nicht mehr imstande wären, Menschen auch nur ein Haar zu krümmen. Auch das würde sie jedoch nicht davon abhalten, Krieg gegen andere Spezies zu führen. Doch diese Version des Patches entstünde ein permanentes Ungleichgewicht zwischen ihnen und uns, zu unseren Gunsten. Wir könnten sie zum Beispiel diskret überwachen. Falls unsere Nachfahren eines Tages beschließen sollten, die Kalamara ein für alle Mal auszulöschen, würde sie nichts daran hindern. Und was ist die letzte Option? Ein Patch, der dafür sorgt, dass sich die Squabs selbst deaktivieren. Sie stoppen die Invasion auf unseren Basis und führen nie wieder Krieg, weder gegen Menschen noch andere Spezies. Wir könnten sogar die Überreste ihrer Zivilisation studieren.
Diese Option bedeutet im Klartext, wir löschen sie aus. Beim letzten Mal habe ich die Protokolle verändert, weil das eine globalstrategische gute Entscheidung ist, sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Ich meine, wir müssen sie ja nicht ausnutzen. Wenn die uns nicht mehr angreifen, gegen andere Krieg führen, kommt halt keine andere große Macht hoch. Aber da sowieso keine andere große Macht uns irgendwie gefährlich wird im Moment, weil es die noch gar nicht gibt, würde ich sagen, wir machen uns mal einen Spaß draus und deaktivieren die. Mit anderen Worten, wir killen sie. Wir rotten sie jetzt schon aus. Bitte bestätigen, wir sollen dafür sorgen, dass sich die Squabs selbst deaktivieren. Ja. Verstanden, wir konfigurieren den Patch entsprechend. Was soll der Rest des Teams tun? Die beste Stellung ausfindig machen, von der aus die Kolonie infiltriert werden kann. Wir tun, was aus der Entfernung möglich ist. Vielleicht finden wir einen Pfad, der schlecht einsehbar ist. Welche Aufgabe soll das Team noch übernehmen? Zeit aufzubrechen. Keine andere Aufgabe. Gegen so eine Kolonie nehmen wir starke Interferenzen wahr. Vermutungen, dass ich während des Einsatzes keine Funksprüche werde absetzen können. Versuchen werde ich es natürlich. Die Initiative wird stolz auf euch sein. So, da kommen sie wieder. XO, sieht ganz danach aus, als sei der Squad-Patcher jetzt aktiv. Das Signal wird gesendet. Berichtet Miller, also nicht die Kommandantin, sondern die. Wir haben Blitze gesehen, die vom Boden aus Richtung Himmel zuckten und Donnergrollen gehört. Blaues Licht flackern erhellt den Horizont. Die Massendeaktivierung führt dazu, dass Quarks vom Himmel stürzen. Ich höre Explosionen. Hoffentlich geht es Xin gut. Die Vitalfunktionen sind nach wie vor in Ordnung. Ja, und da die Funkverbindung theoretisch wieder aktiv ist, können wir davon ausgehen, dass Xin das Interferenzfeld verlassen konnte. Es scheint, als klappt, alles geklappt zu haben. Bloß, warum hören wir nichts? Könnt ihr Xin unterstützen? Wir konnten einen unterirdischen Entlüftungsschacht ausfindig machen, über den Xin die Kolonie hoffentlich unerkannt betreten konnte. Wollen wir hoffen. Mehr gibt's nicht zu melden. Meldet euch, sobald es geklappt hat. Die ist gescheitert beim Reaktionstest. Was immer das heißt. Hat 0 EP erhalten. Das werden wir bald wissen, ob die Invasion abebben. Ja, Mission ist erledigt. Ja, also beim letzten Mal habe ich sowas gesagt wie, greift keine Menschen mehr an. Das war das Einzige, was ich denen gesagt habe. XO,
Es ist jetzt 2 Tage her, seit Xin den Squaw-Patcher aktiviert hat. Und wir haben immer noch nichts von ihr gehört. Gua, bitte komm. Weigen. Scannt den Horizont. Oh, es war sogar ein Erfolg. Kein Lebenszeichen, nur die bedrohlich aufragenden Türme der Kolonie am Horizont. Eine merkwürdige Stille hat sich über den Planeten gesenkt. Die Explosionen haben nachgelassen. Statusbericht. Oh, die Vitalfunktionen sind plötzlich einfach auf Null gesunken. Ich glaube, Xin ist tot. Wir müssen losziehen und suchen. In Ordnung, passt wegen dem Fallout auf. Ich lasse sie suchen. Wenn ihr bereit seid, öffne ich an eurer Position ein Gate. Immerhin haben die Squawps-Kriegsherren das Patcher-Signal erhalten, aus den Explosionen folgerig, dass es wie erhofft weitergeleitet haben. Ich glaube, was wir gehört haben, waren die heruntergefahrenen Einheiten, die wortwörtlich vom Himmel gestürzt sind. Hat die gesamte Kolonie ausgelöscht. Die Mission war ein Erfolg, großteils. Ich hoffe, damit ist die Invasion beendet. Ich glaube schon. Verletzt, verletzt, tot. Tja, also für ihn sind wir Helden. Die Welt steht tief in der Schuld. Ich glaube, mit Schulden kenne ich mich aus, was? Ich danke den Sternen, dass ich dich angeheuert habe. Dass du die Teams eingestellt hast. Gute Arbeit, weiter so. Tja, ich weiß nicht, ob es jetzt rum ist. Auf jeden Fall. Ist der Planet jetzt scheinbar keine Gefahr mehr? Invasion beendet. Keine Bedrohung mehr. Oh, direkt nebendran liegen auch noch andere Welten. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt noch weiterspielen sollen und sollen noch einen Rest erforschen. Ich meine, guckt euch das an, es ist noch viel offen. Ja, eine vierte Option wäre es halt schon gewesen, ja, wenn man die Aliens dazu hätte bringen können, dass sie einfach den Heimatplaneten nicht mehr verlassen. Und dass sie keine Menschen angreifen und gut wäre es gewesen. Man hätte auch 4 Optionen hinmachen können. Ich glaube, das hätte jetzt nicht die Regeln des Game Designs verletzt. Ich glaube ganz einfach mal, dass es halt immer nur 3 Dinge gibt. Das wurde irgendwie so reinprogrammiert. Würde ich fast jetzt mal vermuten. Man konnte wahrscheinlich keine vierte Option mehr dazu machen. Wir verlinken die mal und schicken mal das Action-Team zum Kontakt aufnehmen mit dieser unbekannten Spezies. Vielleicht kommen wir ja doch noch zum Rand. Ja, die hier, die wird auch irgendwann umfallen. Die ist ja jetzt schon problematisch. Ich bin am Überlegen, ob ich das Leben retten soll, indem ich sie entlasse und sich dann sozusagen das Spiel resettet und die kündigt und geht. Wäre schade, weil ich würde die eigentlich ganz gern behalten.
Aber bevor sie mir stirbt in der Basis, haben wir ihren Vertrag gekündigt. Und selbst mit gekündigtem Vertrag, wo sie zum Ausgang gehen sollte, bewegt sie sich nicht von der Stelle. Das ist eindeutig ein Bug. Ich bin da ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, mit solchen Fehlern das Spiel gerade weiterzuspielen. Wir haben massig Soldaten, die an Unterernährung verrecken, weil sie auf Position stehen. Die gehen nichts essen. A ist eingeschränkt und verletzt. B ist eingeschränkt. Alter Schwede. So, die hole ich da raus und pack die da rein. Wo ist er denn jetzt, die Ito? Wir haben keinen weiteren Forscher mehr, den wir ausgebildet hätten, ne? Die ganzen Soldaten brauchen wir im Prinzip jetzt auch nicht mehr. Schwierig. Also ich weiß halt auch nicht, wenn ich jetzt weiterspiele, ob dann irgendwann vielleicht doch noch mal irgendwelche Aliens auftauchen oder die Tante noch mal auftaucht, die da jetzt verschollen ist. Deshalb müsste man jetzt eigentlich weiterspielen, aber das Spiel sagt ja im Prinzip, wir haben es geschafft. Und wenn man das glaubt und sich dann das Gelecke, Geruckel und die ganzen Probleme anschaut, dann weiß ich halt nicht, was ich machen soll. So, und jetzt ist die gestorben am Eingang. Einmal im Krematorium verbrennen. Die hat eh nicht mehr für uns gearbeitet. Ja, das Game muss noch ein bisschen reifen. Ich denke, das war jetzt mal eine ganz gute Staffel noch für YouTube. Dass man mal einen Einblick kriegt, wie das Spiel so in Summe funktioniert. Jetzt müssen wir halt mehr oder weniger auf die Patches warten und die Updates und dann wird das hier ein geniales Spiel. Aber wenn die Probleme halt nicht weggehen, dann sind alle Ideen gut und schön, aber wenn die Programmierung dann nicht hinhaut, dann haben wir ein Problem. Also ich hoffe ja, dass wir es dann noch mal hinkriegen, dass dann die Probleme weg sind. Und da haben wir jetzt komischerweise so ein. Da hatten wir den Patcher drin und jetzt ist da ein normaler Anzug drin. Ist irgendwie schon skurril. So, Erstkontakt zu einer vogelähnlichen humanoiden Spezies auf dem hiesigen Planeten ist trotz sprachlicher und kultureller Barrieren gut verlaufen.
Ich denke, wir sind hier fertig. Wenn du weitere Aufgaben für uns hast, kehren wir zum Gate zurück. Ja, es besteht also keine Gefahr. Die Vogelwesen sind etwas kleiner als ein Mensch und haben scharfe Schnäbel und beeindruckende Krallen, im Verhältnis größer als bei den meisten Vögeln auf der Erde. Ich würde sie nicht als besonders freundlich beschreiben, denke aber, dass sie einfach ein gesundes Misstrauen an den Tag legen, genau wie wir. Können die fliegen? Die Ältesten unter ihnen ja, sie müssen erst eine gewisse Flügelspanne erreicht haben. Wenn sie dann aber abheben, sehen sie aus wie Engel, die durch die Lüfte gleiten. Ich habe die kompletten 35 Jahre meines Lebens damit verbracht, vom Fliegen zu träumen. Nicht in einem Flugzeug oder in einer Rakete, sondern so richtig. Vielleicht trägt mich einer dieser Engel eines Tages hinauf in den Himmel. Gute Arbeit, kehrt zurück. Oh, ach du liebes Bisschen, was ist los? Das Vogelwesen, mit dem wir uns eben noch unterhalten haben, ist gerade einfach explodiert. Jetzt haben die keinen Forscher dabei, ne, dass man die Überreste analysieren könnte. War das gefährlich? Das war ein Blitz und ein Knall wie von einer Schockgranate. Ein Glück standen wir weit genug entfernt. Ich glaube sogar, dass das Alien mit Absicht ein Stück von uns weggegangen ist. So, als wusste es, dass es gleich in die Luft fliegt. Verarztet den Vogel? Dafür ist zu spät. Übrig geblieben ist nur ein Häufchen Asche. Hier wird eine Kehrschaufel gebraucht, kein Heftpflaster. Das sind aber brutale Aussagen, ey. Nee, Thomas, man kann nur ein Team auf einen Planeten schicken, nicht mehrere auf einen. Also immer nur drei Leute auf einen Planeten und das war's. Und bei Zivilisationen kann man öfter zurückkehren mit einem Soziologen, der dann das Alien-Volk erforschen kann. Geht in Deckung, schon geschehen. Wir haben uns aus dem Boden geworfen, aber die anderen Vögel, die haben überhaupt nicht reagiert. So als wäre die Explosion das Normalste der Welt. Tja, dann ist die Forschung vorbei. Warte mal kurz. Da ist plötzlich was aus der Asche geklettert und weggerannt. Ich glaube, es war dasselbe Alien, nur jünger. Ich will die eigentlich nicht hinterher rennen lassen. Das ist mir sehr suspekt. Also, wir halten fest. Das sind Vogelmenschen, die durch den Himmel fliegen, als wären es Engel. Und die verjüngen sich, anstatt älter zu werden.
Und die Ältesten können fliegen, das heißt, die fallen sozusagen als Lebewesen auf den Boden. Also sind es eher Teufel und keine Engel. Ulrich, hast du recht. Rennt hinterher. Wir tun unser Bestes, das Vogelwesen rennt schneller als ein Strauß. Oh, ich glaube, jetzt macht er kehrt. Kamera und Naturaufnahmen machen. Ist geglückt. Wir sind ein paar tolle Aufnahmen gelungen. Ich bin eine Weile neben dem Vogel hergerannt. Die Bilder würden. Naturdoku alle Ehren machen. Anschließend haben wir uns nochmal mit dem Vogel unterhalten, der aus der Asche wieder auferstanden ist. Er hat uns seltsam neutral begrüßt. Ich glaube, bei der Verwandlung werden die alten Erinnerungen ausgelöscht. Möglicherweise werden die Aliens jedes Mal zu völlig neuen Wesen. Vielleicht lernen wir mehr beim nächsten Besuch. Wenn das mit dem ausgelöschten Erinnerungen stimmt, könnten wir den Vögeln vielleicht helfen, sich an ihr vergangenes Selbst zu erinnern. Ich bin sicher, dass wir Ihnen helfen können, wenn Sie das wollen. Und dann zurück, bitte. Und nur er kriegt Erfahrung. Die anderen nicht. Wahnsinnsmission. Es wäre gut, wenn man die Teams erweitern kann und nicht nur auf 3 Mann pro Team. Ja, aber dann passt das Game Design nicht mehr. Es fehlt dir immer was. Es ist darauf ausgelegt, dass dir immer was fehlt. Du musst Entscheidungen treffen. Soll ich da jetzt wirklich so einen Stufe 1 Forscher noch dazu packen? Der reißt den kompletten Schnitt runter. Jetzt ist die auch noch krank. Ich habe das Gefühl, wir kommen nie an den Rand der Galaxie. Also, das Spiel hat noch einige Probleme. Ich glaube, für YouTube machen wir hier mal Schluss. Weiß nicht, ob das Sinn macht, da weiterzumachen.